Guten Morgen und ich begrüße euch zu einem neuen Velo-Abenteuer. Und zwar bin ich mit meinem Velo unterwegs nach Bamberg und werde einfach mal ein bisschen die Stadt erkunden. Ich war da schon mal nur kurz nach Corona und das war eigentlich super schön. Ja. Und heute geht es mit dem Velo dorthin und zwar mit so einem Regionalexpress. Und da man in Hessen mit dem Fahrrad zwar mitfahren kann, aber in Bayern extra Ticket braucht, werde ich das einfach zusammenfalten und dann in Bamberg wieder auseinanderfallen. Dafür ist es ja da und dafür ist es gedacht. Also, lass uns loslegen. Auf geht's nach Bamberg. Ich bin jetzt in Bamberg angekommen und am Bahnhof, der hinter mir liegt, geht es gleich weiter zu dem kleinen Venedig, so nennt man das auch hier in Bamberg. Und das sind so Fischerhöfchen direkt am Wasser. Und man sieht sie nicht direkt von diesem Kran, sondern gegenüber. Und da muss man auch nochmal über das Wahrzeichen, das Rathaus, hinübergehen. Also, ich würde mal sagen, fahren wir mal los. Hier am alten Kran, da starten auch die Schiffe, so eine kleine Regnitzfahrt. Man sieht auch so ein Boot liegen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das vor Jahren mal mitgemacht, lohnt sich leider nicht so richtig. Aber jetzt hier das Viertel ist direkt, wie soll man sagen, das ist dieses Altstadtviertel Klein Venedig. Allerdings sieht man diese schönen Häuser von der Position nicht. Man muss eigentlich rüber auf die andere Seite gehen, da drüben, und da kommt man hin. Wenn man einfach hier schön rüber geht, über das, die Brücke vom alten Rathaus. Und die sieht man jetzt hier. Ja, und da fahren wir jetzt mal rüber und schauen mal, dass wir da drüben einen guten Blick darauf kriegen.
schönen Häusern kommst du einfach, wenn du hinter der Brauerei Schlenkerer einfach einmal rechts abbiegst und dann siehst du das hier. Dann kommst du hier an diese wunderbaren Häuser und die sehen einfach wirklich super aus. Hier steht nichts. Ja, das muss man einfach mal gesehen haben, das ist wirklich schick. Ja, die Fischerhäuschen am Kran könnt ihr ja direkt hinter mir sehen und die sind ja wirklich super und die beste Aussicht auf das alte Rathaus und die obere Brücke hat man da von diesem Geiersweg und das ist einfach klasse da. Ja, da hat man die besten Blicke. Für mich geht es jetzt auch schon weiter Richtung Dom und Domplatz und einfach in die Höhe und lass uns mal loslegen. Hinter mir befindet sich die neue Residenz und die hat wunderbare Prachträume, die kann man sich echt schön angucken. Aber auch der Rosengarten ist super schön und da schauen wir uns einfach mal an, wie der ausschaut. Und von dort hat man, meine ich, auch einen kleinen Überblick über einen Teil von der Altstadt von Bamberg. Das ist jetzt der Rosengarten und leider gibt es bei YouTube ja kein Geruchsfernsehen. Denn es riecht total schön nach Rosen und frisch. Also wie gesagt, das kann ich nur empfehlen, hier mal vorbeizuschauen. Und direkt vom Rosengarten kann man wieder auf den Domplatz drauf gehen. Der ist ja relativ groß. Aber hier hinten ist die alte Hofhaltung. Und da wurden früher wohl Pferde und alles Mögliche gehalten. Da gibt es auch ein kleines Museum. Und das, ja, die Liegenschaft ist an Solte, soll recht schön sein. Und die schaue ich mir jetzt mal an. Auf Reisen gibt es ja immer wieder mal irgendwelche Sachen und zwar hier ist jetzt direkt in der alten Hofhaltung ein Theater aufgebaut, Freilichtbühne und ja, da sieht man das leider nicht ganz so schön, dieser alte Hof mit den alten Häusern und so ist es, aber kein Problem, geht's weiter auf meiner kleinen Reise durch Bamberg. Ich kämpfe mich gerade hoch zu der Klosteranlage Michaelsberg und der Berg ist ziemlich steil, ich glaube so bestimmt 15%, das Velo schafft ja nur so bis 9%, also ist schon anstrengend, mache ich ein kurzes Päuschen und habe hier gesehen, dass die Villa Remais und das ist was ganz Tolles, ein Sozialprojekt, das hat der Herr Remais,
der Stadt vererbt vor langer, langer Zeit und es sollte in Gemeingut übergehen. Ja, und heute ist ein Café drin, da gehe ich nämlich danach dann hin und trinke was. Und dort werden behinderte Leute oft beschäftigt oder überwiegend beschäftigt, die das machen. Daher Daumen hoch für so ein Projekt und wer in Bamberg ist, der sollte unbedingt dahin gehen, denn man hat von dort aus auch einen wunderbaren Blick. Also, jetzt geht's aber erst zur Klosteranlage. Ich bin jetzt auf dem Michaelsberg und hinter mir sieht man die Klosteranlage, die noch renoviert wird. Ich glaube, die wurde vor 3 oder 4 Jahren, wo ich das letzte Mal hier war, auch schon renoviert. Ja, aber das Beste ist daran, man kann hier oben praktisch über Bamberg drüber gucken. Wenn ich mich jetzt mal drehe, sieht man da hinten das Dach des Doms und die kleinen Kranhäuschen, die wir vorhin schon mal gesehen haben, die kann man von hier oben auch sehen. Allerdings müssen wir mal ein Stückchen laufen, und zwar an so einem kleinen Hang. Und da habt ihr auch noch mal einen wunderbaren Überblick hier über ganz Bamberg. Also das lohnt sich auf alle Fälle, hierher zu gehen. Und ich werde jetzt gleich zu der Villa Remis rüberfahren und mir erstmal eine kleine Erfrischung holen. Michaelsberg liegt da mit dem Fahrrad keine 5 Minuten bis zur Villa Remis. Und da bin ich schon. Und ja, so sieht das aus, wenn man hier ankommt. Ist nicht mal gut. Also schauen wir mal. Plätzchen gibt's auch. Käsekuchen ist gekommen. Sehr lecker sieht er aus. Und ja, jetzt gibt es ein Frühstück und Mittag in einem. Oder eher ein Frühstück. Ja, vom Café Remis ist es echt nicht weit. Wieder mit dem Fahrrad nur so, ich weiß nicht, waren es vielleicht 5, 8 Minuten runter bis zur oberen Pfarrkirche. Das ist die hier hinter mir. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich das letzte Mal schon drin und die hat mich echt begeistert. Ich fand sie eigentlich noch schöner als den Dom. Und das ist so ein kleines verstecktes Highlight vielleicht. Daher gehen wir einfach mal rein und schauen uns die von innen an. Bevor es dann weiter runter zur Schleuse 100 geht, ist dann runter praktisch zur Regnitz. Also, lass uns reingehen und die Kirche anschauen. Übrigens, das ist die Fähre am Mühlhörs und die geht rüber. Ich glaube, das geht immer nur in der Sommerzeit, fährt die dich hier rüber.
Also wenn du von der anderen Seite vom Dom kommst, kannst du auch diese nehmen. Und ja, das ist richtig schön hier. Hier kann man auch was trinken gehen. Und jetzt zeige ich euch nochmal die Schleuse. Ich bin jetzt an der Schleuse 100 angekommen und das ist die letzte Schleuse. Das jetzt müssen wir nachgucken, nochmal gerade des Ludwig-Main-Donau-Kanals. Und die ist 1836, oder der Kanal wurde 1836 bis 1846 erbaut. Und ist, diese Schleuse ist heute noch funktionstüchtig, also auf alle Fälle sehenswert. Ja, aber auch die Regnitz, die ist auch total hübsch hier. Und sind gerade mal 10 Minuten zu Fuß von der Touristeninformation, also nicht weit, mit dem Fahrrad sowieso vielleicht 2 Minuten. Daher mache ich einen kurzen Abstecher, bevor es weitergeht, hinter in den Park, da kommen wir gleich noch hin. Und ja, so schön sieht es hier aus. Ich bin jetzt durch den Hainpark geradelt und am Ende ist die Burger Spitze, das ist die hier. Und da kann man sich auch so Drehboote wohl ausleihen und ein bisschen auf der Regnitz rumfahren, die hier zusammenfließt. Also das ist auch praktisch so wie die grüne Lunge von Bamberg. Ein schöner großer Park, viele Leute, die Wege sind breit, kann man gut durchradeln oder spazieren gehen. Wer Zeit hat, sollte sich das nicht entgehen lassen und es soll auch noch einen Aussichtsturm geben, den ich hoffentlich auf der Rückfahrt in die Stadt und zum Bahnhof dann noch sehen werde. Meine kleine Runde durch Bamberg ist zu Ende. Ich stehe jetzt wieder am Bahnhof. Mein Zug fährt gleich. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte einen Daumen hoch da und abonniert am besten den Kanal. Dann bekommt ihr immer wieder gleich die neuesten Neuigkeiten, die neuesten Videos eingespielt im Feed. Also Daumen hoch, abonnieren, drücken. Und jetzt sage ich Tschüss und jetzt kommen noch mal ein paar hübsche Bilder aus Bamberg. Gerade noch erreicht, gut durchgeschwitzt, du hast Trinken geholt und jetzt geht's los draußen.